Herzlich willkommen zurück, hier ist wieder. Wir spielen Remember Me mit eurem Exoblei natürlich hier am Start. Wir wollen ja hier erstmal den Schlüssel einsetzen. Wollen mal direkt das Combo Lab aufrufen. Ja, wir haben jetzt zwei Schlüssel. Wir könnten jetzt den Rest hier noch freischalten. So. Tun wir hier mal eine Impression freischalten, ne? Zack. Und was haben wir noch zum Freischalten? Hier haben wir ein Y und eine Verkettung tun wir hier mal noch freischalten. Klasse. So. Und dann schauen wir doch mal, was wir hier an Verkettungen hier. Ah, Verkettungen hier. Da wollen wir doch mal da 3x, da wollen wir eine Verkettung mal reinmachen. Wie? Geht nicht. Was ist denn los? Okay, das scheint nicht zu funktionieren. Dann machen wir hier die Verkettung rein. Geht auch nicht. Okay. Hier. Genau, hier machen wir die Verkettung rein. Bestätigen wir. XY, XY. Ne, Y, XY, XY. So, jetzt. So, jetzt haben wir hier die nächsten Impressionen freigeschalten. Drei Stück sind noch nicht frei. Einer ist noch abgeschlossen. Aber werden wir mal sehen, ob wir dann alles noch freigeschalten bekommen. Ist natürlich unser großes Ziel. So, und jetzt wollen wir mal hier weiter durch die nächste Tür gehen. So. Lang lebe. Was? Ist mir aber egal, was der schwätzen tut. Der kriegt jetzt mal ordentlich auf die Fresse, wenn ich ihn sehe. Zum Hauptsicherheitsposten. Ja, das hört sich schon mal nach Schlägereien an. So, wollen wir mal hier langlaufen. Lacomue? Was zur Hölle willst du von mir? So. Wir können quasi nicht hier hinter. Ich weiß noch nicht, ob wir da hinten irgendwas brauchen. Ich glaube nicht. Jedenfalls nicht. Ach, halt doch mal deine Klappe. So. So, jetzt ist er. Jetzt halt er endlich mal die Schnauze, das finde ich gut. Weil. Bitte Krankengeschichte einreichen. Hier sind überall die Fire Doors unten. Game over, Trace. Ui! Hey, das war doch meine Arbeit. What the fuck? Ganz böse. Es ist zu spät. Er ist schon einer von ihnen. Ich durchsuche trotzdem sein Gedächtnis. Man weiß ja nie. Spüren Sie Trace auf. Jetzt habe ich den endlich gefunden. Schrauben Sie Traces Erinnerung. Ja, super. Der Augkompass. Ah, ich muss doch da drüber. Hab ich's mir doch gedacht, ne? So, das heißt hier. Und hier rüber springen wir mal. Oh, das war jetzt knapp, ne? So, also gehen wir hier rüber. So, jetzt geht das wohl ein bisschen schneller. Die kleine Marielle ist der jüngste Spross im Familiendistrikt. Das tausendste im Turm geborene Baby. Ah, ich muss hier runter.
Aua. Ich hoffe, du hast jetzt keine Kopfschmerzen. Captain Trace. Jetzt muss ich die Erinnerung von dem rauben. Bin mal gespannt, was uns erwartet. Wow. Hast du die Codes? Nur Fetzen und Emotionen. Aber auch das Fragment eines neuen Rätsels. Vielleicht noch einem Mnemonik? Sein Gedächtnis ist mit denen der Leaper verschmolzen. Was meinst du? Du musst das Gedächtnis dieser beiden Mutanten durchwühlen, um das Rätsel endgültig zu lösen. Es ist unsere einzige Chance, Zugang zum Konzeptionswürfel zu gewinnen. Okay. Ich weiß zwar nicht, warum ich jetzt hier hochgehen könnte. Aber ich kann hier auf jeden Fall hoch. Und wo kann ich dann lang? Ah, ich kann hier hoch. Da kann ich bestimmt was finden. Ja, natürlich. Das wäre natürlich nicht umsonst hier, wenn ich hier nicht irgendwas finden würde. Super! So. Das heißt, ich gehe hier rüber, lass mich wieder fallen. So, klack. Hier runter. Und ich lass mich wieder fallen. Super. Ich kann diese Notleiter irgendwie nicht benutzen. Warum auch immer. Aber ich will ja klar wahrscheinlich auch nicht mehr da hoch, ne? Ich will jetzt hier erstmal die Türe öffnen. Ah, guck mal, ich kann hier. Ah. Nein, kann ich nicht. Verdammt. Das heißt, ich werde wohl hier wieder zurückkommen müssen. Das heißt, ich werde wohl hier wieder zurückkommen müssen, um irgendwo hinzukommen zum Harmony Einkaufszentrum. So. Und die zwei Viecher, die wir gerade gesehen haben, das wird bestimmt noch interessant. Bin ich das? Alter, das bringt, das macht, das jagt da mir ganz schön Schrecken ein. Hier ist wohl der Sprinkler losgegangen. Und wir wollen jetzt mal hier durch. Ein Roboter, der guckt sich die Werbung an. Entwischt. Ja, aber ich komme hier auch nicht durch. Das heißt, im Großen und Ganzen, ich muss wieder hier zurück. Ah, da hat mir jemand den Weg freigeräumt. Das finde ich gut. Sind da immer noch Viecher? So. Ich bin gespannt, was mich jetzt hier erwartet. Ah, ein Skaramech. Zack. Und wieder einer weniger. So. Was bist du für einer? Du stirbst jetzt bestimmt, wa? Ja, war ja klar. Altes Weichei. Und ich soll dann wieder die ganze Welt retten, ne? Die nächste Arena. Ich sehe schon kommen. Hier ist die Verarbeitung. Verarbeitung, bitte warten. Alter! Fuck you, bitch! Alter! Vielleicht noch mehr? So. So, hier mal die Sensenraserei einschalten, weil ich glaube... Ich glaube, die Viecher... Nein, du wirst mich nicht treffen. Du auch nicht. So, ich habe nämlich gerade übelst die Schnauze voll. So. Ich glaube, ich muss hier mal das Sensendoss, ganz klar, das Sensendoss verwenden.
Hose. Ah, du blöder Pisser. So, einer ist weg, hoffe ich. Okay, die holen wieder neue. Das gefällt mir gar nicht. Das ist wirklich scheiße. Na, das muss ich halt schon mal sagen. Weil, ah, die blöden Pisser hier. Ja, die sind nicht ganz einfach, ne? Ah, jetzt hat er mich doch getroffen, der Pisser. Ja, daneben. So, das heißt, ich muss warten, bis diese Sensenraserei aufgeladen ist. Und dann kann ich erst hier weitermachen, weil ich brauche wieder beides, ne? Um die blöden Wichser auszuschalten. Aua! Du Pisser! So, zack, zack, zack. So. Ah, das war jetzt wieder voll auf die 12, wo ich sie nicht haben will. Daneben. So, daneben. So, einmal. Jetzt holt er wieder die nächsten. Ich kann's nicht mehr hören, ne? So. Ah. Das war nicht geplant, ne? Okay. Ich muss jetzt hier noch 30 Sekunden ausharren. So, 30 Sekunden, 20 Sekunden nur noch. Ah. Ah, wieder getroffen, der Pisser. Ah, der soll mich doch nicht die ganze Zeit treffen. Daneben. So. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Sensendoss. Und direkt Sensenraserei. Und jetzt gibt's mal ordentlich auf die Fresse, mein Freund, ne? Weil ich hab gar keine Lust, dass du hier noch weiterlebst. Ah, terminieren. Daneben? Was soll die Scheiße? So. Nein! Okay, jetzt weiß ich, was ich machen muss. Jedoch bringt mir das Ganze gar nichts, wenn ich gleich zu Boden gehe. Ah, schon wieder der Pisser. Der holt schon wieder neue. Die schreien immer zusammen, ne? Da habe ich das X nämlich nicht gesehen, dass ich drücken muss. Und ich glaube, ich überlebe das nicht in dieser Folge. Eieiei. Ah, schon wieder getroffen, der Pisser. So, wollen wir hier mal einen abschießen. Ah, verdammt. Aber zum Glück kann ich hier gut mit meiner Energie haushalten. So. Ah, gut, okay, aber wenn ich natürlich zu oft getroffen werde, ist das natürlich auch nicht in Ordnung. Du heilst meine Traurigkeit. Ja, ich weiß, dass...
Ah, verdammt, voll in seine Arme reingeflogen. So. Jetzt muss ich noch hier. Eieiei. Daneben. So. So ein bisschen dazu. Nein, der holt jetzt schon wieder welche. Jetzt muss ich wieder 50 Sekunden aushalten. So. So. So, klack, klack, klack. Daneben. Da wieder daneben. Diesmal hat er getroffen. So, jetzt muss ich nur noch 20 Sekunden warten. Und am besten überleben. Ah, jetzt hat er mich schon wieder getroffen, der Pisser. So, einmal. Darf ich vielleicht auch mal wieder. Eieieiei. So, jetzt. Sensendos. Und Sensenraserei. So, jetzt stirb endlich. Nein, du sollst doch. Oh oh. So, einmal. Oh oh. Terminieren. So, jetzt wäre einer weg. Das ist ja schon mal gut. Der holt jetzt wieder neue. Na super. Aber immerhin, einer ist erledigt. Na super, jetzt muss ich wieder so ewig lang aushalten, bis der... Daneben. Jetzt ist es immerhin nur noch einer, der mich hier durchsichtig angreift. Ah, jetzt hat er getroffen. Daneben. So, jetzt wollen wir hier mal... Der eigene getroffen. So, klack. Du Menno, du blöder Pisser. Okay, er holt wieder neue. Der kommt gar nicht mehr durchsichtig angelaufen hier. Ah doch, jetzt. Okay, er holt schon wieder neue. Ja, stirb du endlich mal, du Pisser. So, du auch. Okay, jetzt hat er getroffen. Habe ich ein bisschen ungeschickt gerade gemacht. Okay. Der nächste. Ah, du blöder Pisser. Okay, ich muss noch 26 Sekunden aushalten. So. Zack, hier bin ich wieder. Daneben. Okay, das war jetzt nicht so günstig. Daneben. Daneben. So, stopp. Sensendos. Und stopp. Sensenraserei.
So, jetzt mache ich dich nieder, du blöder Pisser. Okay, warum hat das jetzt nicht geholfen? Verdammt, warum lebt er noch? Jetzt muss ich... Oh, das ist doch mies. Das ist doch eine ganz miese Nummer, ist doch das. Du heißt meine Traurigkeit. Warum hat das beim anderen besser funktioniert? So. So, du auch noch. So, stirb doch, du Hundepriester. Okay. Das heißt, ich muss jetzt mal kurz ins Combo-Lab. Ich brauche nämlich eine Combo, wo ich von dieser scheiß Zeit dazu bekomme. Ne? Weil die Zeit ist im Prinzip, ja, die Regeneration ist auch nicht so verkehrt. Das ist eine Verkettung. Stärke. Energie. Zeit. Richtig, und das ist genau das Problem. Ich muss hier was ändern, ne? Welche benutze ich noch oft? XY, XXX benutze ich ziemlich oft, ne? Dann wäre doch nicht schlecht, wenn ich hier, richtig, Energie dazu mache, ne? Bestätigen. Ah, verdammt. So, hier machen wir auch einmal Energie dazu. Dann haben wir nämlich hier eine XXX-Kombo mit der Erholung. Und so. Daneben. So, jetzt habe ich nämlich hier wieder Zeit dazu gewonnen. So, wieder Zeit dazu bekommen. So, Sensendos. Und Sensenraserei. So, und jetzt? Hallo? Nein! Ah! Ah, das war's schon. Okay, und jetzt habe ich hoffentlich den nächsten. Ja! Stirb, du Hund! So, und jetzt noch den Rest. So. So. Okay. Ich setze die Mnemonik von Trace wieder zusammen. Sehr schön, Schwester. Jetzt geh durch die Hauptsicherheitsschleuse in den Konzeptionswürfel. Ja, super. Setzen Sie Trace-Erinnerungen zusammen. Das war jetzt mal wieder ein Fight und das war jetzt auch eine ziemlich lange Folge. Und da wollen wir direkt beim nächsten Mal aber dann weitermachen. Ich mache hier einen Cut. Ich bin jetzt erstmal für diese Folge raus. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Abonniert uns, liked uns, kommentiert uns, werdet unsere Fans. Ja, das war's erstmal soweit von eurem Exemplar. Ich bin raus. Ciao.